Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe. Das war ein großer Tag für Salzkotten und ein großer Tag für das Ehrenamt. Der Ratssaal der Stadt war dann auch bis auf den letzten Platz gefüllt. Ehrungen, die von den musikalischen Darbietungen des Chores der Dansdale begleitet wurden, standen auf dem Programm. Geehrt wurden drei Frauen und drei Männer, die sich durch ihren besonderen Einsatz im Ehrenamt einen Platz im Goldenen Buch der Stadt Salzkotten verdient hatten. Ihr besonderes Engagement, das Gemeinwohl, sollte dann auch mit einer Ehrung unterstrichen werden, wie sie nicht jedes Jahr üblich ist. Bürgermeister Uli Berger. Es ist schon etwas her, dass wir das letzte Mal von der Satzung Gebrauch gemacht haben und ein Ehrenbürgerrecht, ein Ehrenring und eine Ehrennadel verteilt haben. Vor 6 Jahren war die letzte Auszeichnung von Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. Und heute ist es wieder mal so weit, dass wir einfach auch ein sichtbares Zeichen des Dankes hier geben wollen. Agnes Ilse, ein kommunalpolitisches Multitalent aus dem Ortsteil Obsprunge. Sie setzte sich im Rat der Stadt und als Ortsvorsteherin für das Gemeinwohl ein. Und dafür wurde sie mit dem Ehrenring der Stadt Salzkotten ausgezeichnet. Agnes Ilse war von 1989 bis 2014 Mitglied des Rates der Stadt Salzkotten und von 2004 bis 2014 Ortsvorsteherin der Ortschaft Obsprunge. Sie hat sich in diesen 25 Jahren stets für die gesellschaftlichen Bedürfnisse und Belange der Bürgerinnen und Bürger uneigennützig eingesetzt und damit die positive Entwicklung der Ortschaft Obsprunge aktiv mitgestaltet. Durch die Verleihung des Ehrenringes werden ihre um die Stadt Salzkotten erworbenen Verdienste gewürdigt. Ja, Dankbarkeit und Freude, dass ich beide Gefühle hier und heute empfinde, wird sicherlich niemanden hier überraschen. So brauche ich nur kurz sagen, wie sehr ich allen danke, nämlich Ihnen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren des Rates, dass Sie mich auserkoren haben und mir heute diesen Ehrenring verleihen. Ich danke Ihnen recht herzlich dafür. Ich bedanke mich bei meinen Kindern und bei meinem Mann für Ihr Verständnis und auch für Ihre Unterstützung, denn ohne Euch wäre vieles nicht möglich gewesen. Dieter Hillebrand hat für eine Ehrung sich einmal wie folgt bedankt. Wie soll man sich nach einer Auszeichnung schon fühlen? Ausgezeichnet. Hier steht mein Verlangen, möchte ich. Nicht ohne Grund leitete der Chor der Dansdale die nächste Ehrung ein. Zu Vladislava Belikova aus Tschechien gibt es ein besonderes Verhältnis. Die Dansdale, sie hatte die ersten Kontakte mit der Frau aus Bystrice geknüpft. Und daraus hatte sich nicht zuletzt dank ihrer Verdienste eine sehr aktive Städtepartnerschaft mit ihrem Wohnort entwickelt. Und dafür wurde ihr die Ehrennadel der Stadt überreicht. Vladislava Belikova hat durch ihr Engagement dazu beigetragen, dass sich die jahrzehntelange Freundschaft der Volkstanzgruppen Rusava und der Dansdale im Jahre 2009 zu einer offiziellen Städtepartnerschaft zwischen den Städten Bystrice-Potoszine und Salzkotten entwickelt hat. Vladislava Belikova fördert und pflegt diese freundschaftliche Verbindung in besonderem Maße. Sie hat sich stets für die Bedürfnisse und Belange der Städtepartnerschaft uneigennützig eingesetzt. Durch die Verleihung der Ehrennadel werden ihre um die Stadt Salzkotten erworbenen Verdienste gewürdigt. Ich fühle mich sehr geehrt von diesem großen Ehre, die ich hier von euch bekommen habe. Und wir haben eine große Freude, wir alle, wir, die hier sind, dass wir können euch allen nach Bystrice auch zu einladen. Felix Hoffmann, ein pensionierter Polizeibeamter aus Salzkotten, er hat Außergewöhnliches geleistet, nämlich ein Polizeimuseum eingerichtet, einzigartig und bundesweit einmalig, und damit verhalf er seiner Stadt zur bundesweiten Bekanntheit. Felix Hoffmann ist Mitbegründer des Vereins Deutsches Polizeimuseum e.V. und hat federführend die Ausstellung des Vereins seit 1987 aufgebaut. Er hat sich stets für die Bedürfnisse und Belange
des Vereins sowie für das einzigartige Museum, das heute über die Grenzen der Region bekannt ist, uneigennützig eingesetzt. Ich möchte eins betonen, ich nehme diese Ehrung an im Namen für das Deutsche Bundeszeitungsmuseum, denn ich alleine hätte es nie geschafft. Ich sehe hier viele Gesichter, die uns unterstützt haben am Anfang, die Mitglied sind bei uns und die uns auch finanziell oder auch durch andere Sachen unterstützt haben. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen. In Coesfeld geboren und dann in Salzgotten, jahrzehntelang auf höchstem Niveau kommunalpolitisch und erfolgreich gewirkt, das ist Robert Kemper. Der Rat der Stadt Salzgotten hat durch einstimmigen Beschluss vom 22. Februar 2016 Herrn Robert Kemper Salzgotten die Ehrennadel der Stadt Salzgotten verliehen. Robert Kemper war von 1989 bis 1994 sowie von 2004 bis 2014 Mitglied des Rates der Stadt Salzgotten. Er war von 1991 bis 1994 Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion und ehrenamtlich in Salzgottener Vereinen engagiert, unter anderem als Vorsitzender beim Förderverein Freibad Salzgotten-Selzerlagune. Robert Kemper hat sich stets für die gesellschaftlichen Bedürfnisse und Belange der Salzgottener Bürgerinnen und Bürger uneigennützig eingesetzt. Durch die Verleihung der Ehrennadel werden seine um die Stadt Salzgotten erworbenen Verdienste gewürdigt. Salzgotten, den 22. April 2016. Und ich bin froh, dass ich in diese, ja man kann schon sagen, erlaubte Schar hier eingereiht werde. Ich bedanke mich ganz besonders auch bei meiner Familie, insbesondere bei meiner Frau Thea. Also schönen Dank für alles, alles Gute. Gewinnen Sie möglichst viele junge Leute für die Mitwirkung im Ehrenamt. Auch dieser Mann leistete Außergewöhnliches. Uli von Sobbe, gelernter Uhrmacher und Optikermeister. Er erweckte historische Bauten wieder zu neuem Leben. Sein Verdienst, die Handwerkerinsel mit einer funktionierenden Ölmühle, Wahrzeichen in der Selzerstadt. Ulrich von Sobbe hat den Förderverein für kulturhistorische Bauten und Bauwerke e.V. mitbegründet. Er hat diesen Verein 25 Jahre als Vorsitzender geleitet und so den Aufbau und Erhalt wichtiger ortsbildprägender Einrichtungen wie das Kunstrad an der Heder, die Handwerkerinsel in Salzgotten und die Schäfermeiersche Mühle in Ferne ermöglicht. Er hat sich stets für die Ziele des Fördervereins uneigennützig eingesetzt. Durch die Verleihung der Ehrennadel werden seine um die Stadt Salzgotten erworbenen Verdienste gewürdigt. Salzgotten, den 22. April 2016. Eine weitere Ehrung wurde von Sobbe durch den Verein Kulturhistorischer Bauten zuteil. Dr. Uwe Bär überreichte dem Ehrenvorsitzenden des Vereins einen Ring mit seinen Selzer Motiven. Sie war schon rund um den Globus unterwegs, um Menschen zu helfen. Die Salzgonner Medizinerin Dr. Waltraud Teigler, und sie ist ein Beispiel dafür, dass Helfen glücklich macht. Dass ich ein Glückspilz bin. Mein Mann und meine Familie unterstützen mich. Ich habe einen Beruf, der immer auch mein Hobby gewesen ist. Unsere Einsätze in der Dritten Welt waren unersetzliche Erfahrungen. Und mein Traum, dass es in Salzgotten mal eine Weltleine geben sollte, hat sich schon vor 15 Jahren erfüllt. Aber eins ist mir wichtig: Kein Mensch ist eine Insel. Ich habe noch nie was gern alleine gemacht. Ich habe immer alleine was zu machen, ist mühsam. Mit anderen zusammen macht das Spaß. Und da kommt wieder der Glückspilz. Ich habe immer das Glück gehabt, viele nette Menschen zu treffen, denen dieselben Dinge wichtig waren wie mir und mit denen ich an einem Strang ziehen konnte. Der Waltraud Teigler ist Mitbegründerin des Eine Weltkreis e.V. Sie engagiert sich mit ihrem Team seit 15 Jahren für den ehrenamtlich geführten Eine Weltladen und unterstützt Aktionen des fairen Handels ebenso wie Projekte in Krisengebieten und Entwicklungsländern. Dr. Waltraud Teigler unterstützt mit hohem Einsatz die Sprachförderung der Flüchtlinge
und trägt so wesentlich zur Integration bei. Sie setzt sich stets für die Bedürfnisse und Belange unserer Gesellschaft uneigennützig ein. Durch die Verleihung der Ehrennadel werden Ihre um die Stadt Salzkotten erworbenen Verdienste gewürdigt. Salzkotten, den 22. April 2016. Wie schon am Anfang erwähnt, dieser Tag gehörte dem Ehrenamt. Und die heute Geehrten, sie werden weitere Bürger motivieren, sich für das Gemeindewohl einzubringen. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier.